Hi Leute, grüß euch, herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir müssen reden. Dieses Video jetzt ist das Ende einer Ära. Gleich vorweg die Nachricht, der Kanal wird selbstverständlich weiterhin bestehen bleiben, es wird sich aber einiges ändern. Ihr habt es eh mitbekommen, in der letzten Zeit habt ihr fast ausschließlich Bergtouren von mir bekommen, also wirklich das Kerngeschäft am YouTube-Kanal von Alpine Momente. Der Real Talk ist sehr, sehr gering gewesen und das wird auch weiterhin so bleiben. Darum habe ich jetzt einfach einmal alle möglichen Themen, die ganz wichtig sind, die ich an euch bringe, zusammengefasst. In der letzten Zeit habe ich sehr, sehr viele Touren gemacht. Insgesamt sind 15 Videos in der Pipeline, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Viele von euch haben sich gefragt, warum sind noch keine 3000er gekommen, und das hat einen einfachen Hintergrund. Es wird ab sofort einen Cut am Kanal geben. Es ist noch ein Video offen, wo ich noch mit meinen alten Klamotten um und um renne. Das werde ich dann irgendwann einmal zum späteren Zeitpunkt einbauen, wo es dann aus meiner Sicht ganz gut passt. Und ab sofort ist es aber so, wie ich es euch eh schon in einem Community-Tab einmal kommuniziert habe, gemeinsam mit unserem neuen Kooperationspartner unterwegs bin. Und der ist eben Saleva, worüber ich mich extrem freue. Diesbezüglich wird es dann zum späteren Zeitpunkt noch einmal ein gesondertes Video geben, weil es da ein wirklich cooles Projekt gibt. Und dieses Projekt passt dann ganz genau zu diesen 3000 dann auch dazu. Das ist auch der hauptsächliche Hintergrund, warum es diese neue Kooperation gibt. Ich bin jetzt seit einigen Wochen mit meinen neuen Sachen unterwegs, mit denen ich übrigens voll happy bin. Und ich habe diesen Zeitpunkt auch genutzt, dass ich mir Gedanken gemacht habe über Kameraeinstellungen und ich habe da ein bisschen nachjustiert. Und das ist eben der Hauptpunkt, den ich mit euch in diesem Video besprechen will. Ich habe zu Beginn des Videos gesagt, das Ende einer Ära. Gleichzeitig läutet das eine neue Ära ein. Diejenigen von euch, die schon lange dabei sind, die wissen, dass ich viel aus der Hand gefilmt habe und versucht habe, die Helmaufnahmen so gering wie möglich zu halten. Das hat auch den YouTube-Kanal wesentlich geprägt. Es ist ja so, dass ich sehr viel alpine Touren gemacht habe in der letzten Zeit und sehr, sehr viele Touren, wo es ausgesetzt und steil gewesen ist, wo wir teilweise ungesichert gewesen sind, was wir aber natürlich selber frei ganz gut klettern haben können. Allerdings ist es eben in so einer Situation dann so, dass ich nicht einfach nur mich mit einer Hand irgendwo anhalten kann und mit der anderen Hand filmen kann. Das geht in einem gewissen Schwierigkeitsgrad einfach nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mit der Helmkamera ein bisschen um und um gespielt. Und ich sprich diesen Punkt deshalb an, weil das sehr, sehr viele Videos in der Zukunft betrifft. Ich habe versucht, dass ich spannende Bilder für euch einfange. Und das führt natürlich dazu, dass die Perspektive teilweise wirklich extrem ausschaut. Es gibt jetzt zwei Arten von Zuschauern am Kanal. Die eine Art sind einfach diejenigen, die gerne die Bergvideos anschauen und aber relativ wenig in die Berge gehen. Und dann sind da auch einige wirkliche Alpinisten dabei, die da reinschauen. Und genau da gibt es eben einen Punkt, den ich klarstellen will. Die Aufnahmen, die ihr jetzt dann in den kommenden Videos teilweise seht, aus der Ego-Perspektive, die wirken wirklich brutal. Die Alpinisten unter euch, vor allem diejenigen, die die Touren eh schon gegangen sind, die wissen, dass die Tour sich für den Bergsteiger selber bei weitem nicht so extrem anfühlt und dass der Bergsteiger das gar nicht wahrnimmt, was die Kamera eingefangen hat für euch. Die anderen Zuschauer unter euch, die denken sich, boah, ist der wahnsinnig, das ist ja voll krass und das könnt ihr nie machen. Ja, ihr könntet das auch nie machen, aber wir als Bergsteiger, wir fokussieren uns einfach nur auf den nächsten Griff, auf den nächsten Schritt, dass der sitzt und dass der passt. Und dementsprechend nehmen wir das gar nicht so wahr, was ihr über die Kamera, über das Video jetzt zu sehen bekommt. Die Aufnahmen hätten auch nicht so spektakulär ausfallen können, aber dann hätte ich mir dazu entscheiden müssen, dass ich den Weitwinkel des Fischei eingebaut hätte, und das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil das wird weiterhin auch so bestehen bleiben. Das heißt ganz konkret, die Steilheit des Geländes wirkt von bestimmten Perspektiven etwas verzerrt, aber der Bildausschnitt ist natürlich der richtige. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir riskieren bei unseren Touren nichts, was wir nicht vorher auch schon gemacht hätten, und wir fühlen uns in dem Gelände, wo wir unterwegs sind, immer zu 100% sicher.
Es gibt dann auch noch einen weiteren Punkt, den ich jetzt in diesem Video ansprechen will. Und zwar, es kommen ein paar richtige Schmankerltouren. Ich würde selber sogar sagen, dass das Klassiker sind. Es sind Touren, die im Internet teilweise gar nicht beschrieben sind. Und da begebe ich mich in ein Spannungsfeld. Und zwar begebe ich mich in das Spannungsfeld zwischen Leuten, so wie ich einer bin, die gern an Informationen herankommen wollen. Und dann gibt es aber auch noch diese Leute, die Geheimnisse für sich behalten wollen. Ich sage immer, ein bisschen abwertend muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Leute, die glauben, denen gehören die Berge. Das sind Leute, und das ist Fakt, die sagen, wenn ich das irgendwo einstöhe, dann sind die Touren überlaufen, wie zum Beispiel die Wiederroute. Ich habe aber jetzt einmal einen getroffen, der hat gesagt, die Wiederroute ist auch nicht überlaufener wie vorher. Nach unserem Video, unser Video hat jetzt dann erst 7000 Aufrufe nach über 2 Jahren, und die 7000 Leute, die das gesehen haben, die werden jetzt dann auch nicht den Zulauf zur Wiederroute um 50% gesteigert haben. Kann ich mir schwer vorstellen. Einheimische, die wir jetzt getroffen haben, haben auch gesagt, es ist aktuell nicht mehr los wie früher. Und dennoch ist es ein Spannungsfeld. Von mir wird es aber weiterhin auch diese Touren geben, sofern diese Touren ich selber aus Eigenregie, Eigeninitiative, Selbstverantwortung geplant und durchgeführt habe. Wenn ich jetzt mit einem Einheimischen unterwegs bin, der mir irgendwas zeigt und der sagt, das ist gescheiter, wenn du das nicht veröffentlichst, dann mache ich das natürlich auch nicht. Es wird in Zukunft weiterhin so sein, wie es in der Vergangenheit immer gewesen ist. Alles, was ich in Eigenregie, Selbstverantwortung gemacht habe, da bin ausschließlich ich der rechte Inhaber von diesem Material. Das ist mein geistiges Werk, mein geistiges Eigentum, und da entscheide nur ich, was ich mit diesem Material mache. Das ist genau dasselbe, wie der Reinhold Messner gemacht hat. Der ist auch in den Berg gegangen und hat gesagt, seine Bücher, alles, was er danach publiziert hat, das ist das Abfallprodukt von seinen Bergtouren. Und genau das ist das im Wesentlichen auch, was ich mit dem YouTube-Kanal mache. Ich gehe extrem gern in den Berg, ich genieße das ganze Leben da drinnen, ihr wisst das, ihr seht das ist mein Lifestyle. Und was ich mit dem Material mache, das ist mein Hobby, das Ganze aufzunehmen, zu dokumentieren, dass ich selber später auch einmal ein paar Jahre später mich gut an diese Touren erinnern kann, das ist meine eigene Entscheidung, und da redet man überhaupt nirgend rein. Aber damit ich in diesem Spannungsfeld, in dem ich mich befinde, dass ich die Leute, die glauben, ihnen gehören die Berge, dass ich die nicht noch zusätzlich provoziere, habe ich mir entschieden, dass ich so Informationen wie, da müsst ihr jetzt links gehen und da müsst ihr rechts gehen, dass ich die so gering wie nur irgendwie möglich halte bei bestimmten Touren, und dass ich auch an eure Eigenverantwortung als Alpinist appelliere. Diese Videos sollen euch einen Ausschnitt zeigen, wie es in diesen Wänden ist, wie es da drinnen ist, aber es gibt keine Anleitung, wie ihr ganz konkret da hinkommt. Es gibt sehr, sehr viele Informationen im Internet, teilweise auch von Videos von mir. Ihr müsst da einfach selber recherchieren, und nachher habt ihr die Möglichkeit, dass ihr das auch macht. Ein Tipp von mir, ich selber finde so solche Touren, wo ich keine Ahnung habe, wo ich keine Information irgendwie habe, ich habe keine Alpenvereinsführer oder so, das interessiert mich nicht. Ich gehe einfach vor Ort, ziehe irgendwas und will dann diese Tour machen. Ich bereite mir da immer so vor, dass ich in die Karten schaue und man denkt, okay, das könnte dort gehen, das könnte dort so oder so gehen. Also da ist sehr, sehr viel Erfahrung dahinter, die ich mir aufgebaut habe, und dann probiere ich das und dann schaue ich mir das vor Ort an. Da ist die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung von einem selber gefragt. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich zum Beispiel keine GPS-Tracks verwende, und das ist auch der Grund, warum ich keine GPS-Tracks weitergebe. Weil in jede Wand, in die ich einsteige, verwende ich kein GPS. Da bin ausschließlich ich als Mensch drinnen und ich setze mich mit der Wand auseinander. Ich sehe irgendwas und ich will dann in diese Richtung gehen und schaue, ob das geht. Ich darf dabei aber nur nach dem Satz von Paul Preuß so weit gehen, das Können ist des Dürfens Maß, so weit, wie ich auch wieder retour kommen würde. Selbstverständlich sicher. Und das ist das, was ich da an euch weitergeben will. Nehmt diese Videos von mir gerne als Hilfe heran, dass ihr euch vorstellen könnt,
wie es da drinnen ausschaut. Ihr kriegt auch die Informationen, wie schwierig das Gelände ist, aber wie ihr konkret da hinkommt und GPS-Tracks etc., da kriegt ihr von mir nichts. Ihr habt da nichts von mir bekommen und ihr werdet auch in Zukunft nichts von mir dazu bekommen. Jemand, der da nicht mit den alten Hilfsmitteln zurechtkommt und hinfindet, so wie ich das gemacht habe, der hat aus meiner Sicht in so einem Gelände einfach nichts verloren. Das wären dann diese Punkte gewesen, die mir extrem wichtig zum Ansprechen gewesen sind. Und dann will ich noch schnell zwei andere Punkte ansprechen. Erstens, ihr habt was geschrieben, Dacia Docker, ihr wollt da was sehen, da wird was kommen, das wird aber in den nächsten eineinhalb Monaten eingestreut werden. Und der zweite Punkt, ich habe auch sehr bald eine coole Outdoor-Aktivität geplant, die auch mit den Bergen zu tun hat, das werde ich auch jetzt dann am Kanal zwischendrin einstreuen. Bin ich schon sehr auf euer Feedback gespannt, was ihr mir da gebt. Wenn ihr sowas in Zukunft öfter sehen wollt, ich habe einen zweiten Kanal eben auch gegründet, wo ich am Überlegen bin, ob ich den in Zukunft mit diesen Lifestyle-Sachen eben bespiele. Schreibt mir das dann beim entsprechenden Video rein. Ich werde euch das dann im gepinnten Kommentar reinhauen. Und der letzte Punkt, es kommen jetzt ein paar Klettersteig-Videos, aber auch klassisches Bergsteigen. Bei den Klettersteigen habe ich mich dazu entschieden, dass ihr wieder ein bisschen Musik untermauert, wie ihr das Ganze eh kennt, das passt dann ganz gut. Und so bei den klassischen Bergsteiger-Geschichten habe ich mir aber bewusst gedacht, ich lasse die Musik weg, ich lasse einfach die Bilder und die Videos für sich sprechen. Da sind ein paar Videos, wo ich sehr, sehr viel Material reingegeben habe, die Videos werden länger sein. Schreibt mir da auch bitte rein, ob das zu lange ist, ob das langatmig für euch ist, aber ich wollte euch da einfach wirklich auf die gesamte Reise mitnehmen. Das ist für mich ein Experiment und ich bin auf euer Feedback sehr, sehr, sehr gespannt. Abschließend will ich mich für den riesengroßen Support bei euch bedanken. In den letzten Monaten ist extrem viel weitergegangen. Der Kanal ist sehr gut gewachsen. Wir haben mittlerweile fast 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Und das ist so eine magische Zahl, die für einen YouTuber wichtig ist. Der nächste Schritt wären dann 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Aber das kann ich mir als Bergsportkanal fast gar nicht vorstellen, dass der Kanal irgendwann einmal so groß werden würde. Wenn es so ist, freue ich mich natürlich. Aber die Richtung, in der sich der Kanal momentan entwickelt hat, das freut mich extrem. Und ihr kriegt richtig, richtig coole Videos jetzt und so im Spätsommer, im Herbst. Es folgen einige 3000er, einige noch nicht gezeigte Touren, wo es noch gar nichts dazu gesehen habt. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf euer Feedback und wie sich der Kanal jetzt dann weiterentwickeln wird. Das ist es auch schon gewesen und heute auf die Nacht gibt es schon das erste Video mit dem Beginn einer neuen Ära. Ich freue mich auf eure neuen Community-Mitglieder, die nun dazukommen werden und vielen Dank an euch alle, die mich uns in der Vergangenheit so cool begleitet haben. Ihr seid einfach die Besten, ohne euch war der Kanal nicht das, was er ist. Ich habe riesen viel Spaß, danke, bis bald, bergheil, bleibt's geil. Ciao!